Halli, hallo, hallöchen. Ja, von mir gibt es auch mal wieder was auf diesem Channel zu hören. Ich muss gerade mal hier bei den Soundeinstellungen was machen. Ne? Kurz mal mit. Ihr seht hier meinen Desktop. Hat einen einfachen Grund. Und zwar, wartet mal, ich schreie jetzt mal ganz laut. So, damit ihr den Lautstärkepegel ein bisschen runterdrehen konnte. Ja. Ihr merkt, auf dem Channel kommt nichts mehr. Außer diesem Video jetzt hier halt. Hat einen ganz einfachen Grund. Falls die meisten von euch schon irgendwie gemerkt haben, ich habe ja schon seit mehreren Monaten einen zweiten neuen Channel, The Lazy Professional, und ich habe mir eigentlich vorgenommen gehabt, auf diesem Channel hier nichts mehr zu tun. Der Channel bleibt noch offen, natürlich, damit ihr Tower Edition sowas gucken könnt, weil ich merke, dass das noch ziemlich krass geguckt wird. Und der ganze andere Mist kommt dann einfach auf Lazy Professional rüber, das heißt, ich werde da meine Let's Plays machen. Es wird auf dem neuen Channel auch nicht irgendwie sowas wie Real-Life-Videos geben, außer halt irgendwelche Info-Videos oder so, wo ich mich mal irgendwie zeigen sollte oder so, weiß ich nicht ganz genau. Ansonsten wird es da nicht sowas geben wie irgendwelche Gitarren-Videos oder Test-Videos oder sonst irgendwas. Nein, ich will da wirklich nur noch meine Let's Plays drauf machen und alles andere wird dann irgendwo anders gemacht. Ich weiß nicht, wenn ich da irgendwie noch einen Channel dafür machen sollte. Ich meine, It's Mr. TK gibt es ja auch immer noch. Sollte schon mal wieder nachgucken, scheiße. Und ja, warum man meinen Desktop hier sieht, ist eigentlich ganz einfach, weil ich euch meinen neuen Channel zeigen will. Ich habe jetzt hier meinen Google Chrome offen. Ihr seht jetzt meine Startseite. Ja, ich habe ein paar gute Let's Play abonniert, sowas wie Gronkh und Musician. Wer Musician nicht kennt, ohne Mist, geht mal auf seinen Channel. Der Typ hat's drauf. Er macht auf jeden Fall sehr viele Animal Crossing Videos. Er macht Animal Crossing Livestreams, ganz viele. Macht nebenbei noch Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Dann macht er The Wonderful 101, das neue für die Wii U. Keine Ahnung, hab ich mir nicht ganz angeguckt bei ihm. Dann macht er, das gefällt mir auch sehr gut, Pikmin 3. Und ja, wie gesagt, halt Animal Crossing New Leaf. Auch, glaube ich, das für die Wii. Aber das weiß ich nicht mehr ganz genau. Und ja, wie gesagt, auf meinem Channel hier, The Lazy Professional, seht's, mein Banner, bam. Foto ist selbst gemacht von mir, natürlich, mit dem Logo auch drin. Seht ihr den neuen Channel jetzt halt hier? Ja. Und ihr seht hier schon direkt den ersten Verstoß gegen das, was ich eben eigentlich selbst gesagt habe. Ich habe ja hier ein Video gemacht wegen meiner neuen Wohnung. Ich bin ja umgezogen. Sowas ist halt eine Ausnahme, da ich in dem Video auch gesagt habe, warum ich nicht viel aufnehme, weil ich halt umgezogen bin und sowas. Und ja, dann gibt es dann sowas halt wie Infovideos. Ja, was habe ich jetzt noch? Ich habe halt mit, ach Gottchen, mal gucken, ob ich alles zusammenkriege, mit Manu, Daniel, Despo und Enzo, ein Bloody Platin Five Gather, wenn man es so nennen will, keine Ahnung, haben wir halt ein Together draus gemacht, hier auf dem Channel laufen. Dann habe ich jetzt ganz neu angefangen, Tales of Phantasia, ein ultra geiles Spiel, ey, ohne Scheiß. Naja, falls ihr den Kanal jetzt nach dem Video hier abonniert, oder auch während dem Video schon abonnieren solltet, werdet ihr ja sehen, wie geil Tales of Phantasia einfach ist. Ja, hier haben wir noch die ganzen Parts von dem Bloody Platin. Hier habe ich so ein kleines Video gemacht, wie ich in Animal Crossing viel Geld mache, weil ich mir dachte, das könnte eventuell noch als kleines Tutorial dienen und sowas. Und ja, ihr seht, ich habe Minecraft angefangen, ist aber nicht ganz so geblüht, wie ich mir erhofft habe. Dann habe ich einen Part von Surgeon Simulator 2013 gemacht. Das war schon geil, kam auch ganz gut an. Auch viele meiner Real-Life-Kollegen haben gemeint, dass das voll lustig war und was weiß ich. Besonders du, Ronny, ne? Ja. Und ja, wie gesagt, ich stelle mal die zwei Minecraft-Parts, entweder werde ich das Let's Play anders weiterführen, als ich jetzt so habe, oder ich werde es komplett löschen, weiß ich noch nicht ganz genau. Oh, meine bewerteten Videos. Guckt euch dieses Video hier an. Team Goku vs. Piccolo Jr. Full Fight. 1 Stunde 35, bitte gebt es euch. Das ist einfach Epicness. Und hier von meinem guten Bro Boss, der erste Part von Crystal Dust. Auch draufklicken. Und Boss abonnieren, falls ihr es nicht gemacht habt. Und ja, wie gesagt, das ist der neue Channel. Gleich mal, irgendwo hier ist eine Anmerkung, wahrscheinlich im ganzen Video schon, von wegen, geht drauf und abonniert den Channel. Wenn ihr jetzt wieder meine ganzen aktuellen Videos sehen wollt, weil auf dem Channel hier kommt ja nichts mehr. Ihr seht, momentan habe ich 277 Abonnenten. Ich werde mal gucken, wie es nächste Woche aussieht, nach dem Video jetzt. Und ja, gut, mehr gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Außer, ja, das war's mit Takoro Misashi. Danke an alle 3500 Abonnenten. Oder sogar auch ein paar mehr, die ich da hatte. Danke an die ganzen zahlreichen Kommentare und Ideen und Vorschläge, die ihr mir geschickt habt. Und ja, ich hoffe, das wird jetzt alles auf Lazy Professional genauso weitergeführt von euch. Von den wenigen, die ich ja jetzt nur noch hier habe.
Wie gesagt, Takoro Misashi bleibt als Channel halten mit den ganzen Videos. Und ihr könnt euch alles wieder angucken, wenn ihr jetzt sagt, oh, guck mal da, Tower Part, Schieß mich tot, 12 war voll lustig, ich glaube der 13 war einer der besten Parts oder die 11. Von mir, ja, es war ganz lustig, komm, guck ich mir das wieder an, könnt ihr es noch machen? Ist kein Ding. Ich werde halt nur auf diesem Channel hier nichts mehr hochladen, außer jetzt auf Lazy Professional ist irgendwas los, von wegen, ich habe Probleme, irgendwas zu machen. Aber es wird wahrscheinlich eh nicht vorkommen, keine Ahnung. Außer mein Channel wird mal irgendwie gehackt hier. Das wäre natürlich was anderes, aber gut. Ja, dann war es das jetzt von mir. Wie gesagt, abonnieren, wenn ihr Interesse habt. Wenn nicht, wenn ihr euch sagt, pff, TK, der bockt mich schon seit einer ganzen Zeit nicht mehr, dann verpiss dich doch. Ja, dann lasst einfach und macht's einfach nicht. Was hab ich da eigentlich noch offen? Ach so, ja, die neue Gitarre, die ich mir holen will. Oh, seht sie euch an. Aber wir schweifen vom Thema ab, so. Ja, ich würde sagen, das war's. Danke fürs Zuschauen. Habt noch eine schöne Zeit. Und wir sehen uns hoffentlich auf The Lazy Professional wieder. Bis dann, haut rein und ciao. Euer TK. Konnichiwa, Bitches.